Ich würde gerne noch mal. Geht das hier überhaupt? Komme ich hier überhaupt irgendwo raus? Ha. Muss doch vorher einmal rauskommen können. Vielleicht muss ich da zu ihr aufs Feld, das kann sein. Meistens ist es bei denen. Das hasse ich immer so ein bisschen, wenn das so doof gemacht ist. Eigentlich kann ich auch einfach einen Trank benutzen. Dafür, das sollte auch funktionieren. Ich meine, es ist entwickelt, Dalef hat Effektivität. Was soll denn da noch passieren? So, bevor wir uns der Fotografin stellen. Beutel. Geben wir noch einen Trank. Ja, ich baller mal ruhig zwei raus. Dann sind wenigstens die KP voll. Dann machen wir jetzt einfach den Arena-Kampf. So einfach geht das. Dieser angespannte Gesichtsausdruck des Herausforderers vor dem Kampf. Ja, sehr gut. Genau danach suche ich. Ist es vielleicht sogar das erste Mal, dass du dich an einer Arena versuchst? Wirklich sehr gut. Die Enttäuschung im Angesicht der Niederlage eignet sich ebenso gut als Fotomotiv wie die Freude im Augenblick des Sieges. Ja, das wird wirklich sehr gut. Nun weißt du, was dich jetzt erwartet. Denn hier komme ich, Viola. Ich habe den Sieg fest im Blick, so wie mein Fotoapparat ein gutes Motiv im Fokus hat. Ja, es gibt sehr, sehr merkwürdige Leute in der Pokémon-Welt. Aber die Musik ist gut. Gefällt mir. Ein Geweiher. Aber es ist auch auf Level 10. Nicht so schwach. Und zum Glück noch nicht den Feuertyp, sonst hätte das jetzt wehgetan. Ja, setz ruhig Nassmacher ein. Ich habe nicht vor, Feuerattacken zu benutzen. Wenn ich Flugattacken genauso gut nutzen kann. Damit haben wir Nummer 1 weg. Bekommen einen schönen Batzen Erfahrungspunkte und Level 11. Vivillon ein, das ist ein sehr weit entwickeltes Pokémon, nämlich die letzte Stufe von Purmel. Gucken wir mal, wie viel zieht Schnabel ab? Ah, das ist nicht sonderlich viel. Noch eine Schnabelattacke. Dann muss ich wahrscheinlich gleich einmal einen Trank benutzen. Weil ich würde gerne den Kampf versuchen mit Dalef zu beenden und Amphizel nur als, ich sage mal, Notoperation benutzen. Plage. Nicht sehr effektiv. Aber es ist so eine Attacke. Nee, ich hasse es. Es ist sowas wie Feuerwirbel oder Whirlpool, was dann so über Runden Schaden macht. Volltreffer, nicht gut. Nicht besiegt werden. Ich muss auswechseln. Das kriege ich sonst nicht besser hin. Ach, Dalef kann nicht ausgetauscht werden durch Plage. Dann haue ich einen Supertrank raus und mache das mit Dalef. Hoffe ich. Weil der Trank könnte mir jetzt so ein bisschen gegen anspielen. Weil Plage wird mich wieder verletzen. Für 4. Ich brauche mindestens noch 3 Runden. 3 und jetzt gleich nochmal 4. 21. Und wieder eine Tackle-Attacke. Dann sind wir gleich auf 10. Ja, das sollte klappen. Ein Volltreffer wäre jetzt doof. Kommt aber nicht. Damit schafft Dalef es. Sehr gut. Wundervoll. Den Volltreffer hätte er ja mal früher landen können. 475 Erfahrungspunkte. Das reicht für Level 12. Sehr, sehr schön. Und sogar noch für Level 13. Wow. Agilität. Ah, bekannte Attacken behalten. Ja.
Du und dein Team, ihr wart wirklich unfassbar gut. Ich lobe euch, ich preise euch, ich lobpreise euch. Und wir kriegen einiges an Cash. Wow, du und dein Dartiri, ihr seid ein tolles Team. Ja, sehr gut, genau danach suche ich. Bitte, das habt ihr euch verdient. Da haben wir den ersten Orden. Den Krabbelorden. Mit dem Krabbelorden hören alle Pokémon bis Level 30 auf dich. Das gilt auch für Pokémon, die du im Tausch erhalten hast. Diese TM ist ebenfalls für dich als Anerkennung deiner Stärke. Das ist Plage. Mit TMs kannst du deinen Pokémon im Handumdrehen eine Attacke beibringen. Sie sind mehrmals einsetzbar, was sie zu einem unentbehrlichen Utensil macht. Diese TM hier enthält die Attacke Plage, die den Gegner für eine Weile davon abhält zu fliehen. Also gut, hinter diesem Zelt findest du eine Treppe, die dich sofort wieder nach oben bringt. Ah, okay, genau, da hätte ich lange gucken können, wie ich hochkomme. Scheint nur so zu gehen. So. Oh, sieh mal einen an, der Krabbelorden. Sehr gut, da wird der Professor, der dir dein erstes Pokémon vertraut hat, aber Augen machen, was? Warum lässt du nicht dein Team im Pokémon Center heilen und schaust dann bei ihm in seinem Pokémon-Labor in Illumina vorbei? So. Pokémon Center ist eine gute Idee. Ja, mach mal bitte fit. Oh, das wollte ich nicht, entschuldigt. Ich wollte eigentlich gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Das ist aber gerade nur schwer möglich. Aber ich schätze mal, so ungefähr 2 Stunden bin ich jetzt schon am Aufnehmen. Machen wir noch weiter? Ich bin gerade so in einem Rutsch drin, so gefühlt, wisst ihr? Ich würde gerne noch nach Illumina. Ich würde gerne vor allem noch mal ein paar interessante Sachen fangen, eigentlich. Hey, du da. Du bist eins der Kinder, ja, das wissen wir. Wow, das ist ja der Krabbelorden. Gegen Viola zu gewinnen, ist kein Kinderspiel. Oh, aber wo sind meine Manieren? Ich habe mich dir ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Alba und ich bin die große Schwester von Viola, der Arenaleiterin. Vom Beruf bin ich Journalistin. Hier, das ist eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Als Zeichen unserer Freundschaft. Ich bekomme den EP-Teiler. Wenn du den EP-Teiler anschaltest, erhält nach jedem gewonnenen Kampf jedes Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit bei beim Illumina Verlag besuchen kommen. Und das ist das Item, das Pokémon so einfach nochmal zusätzlich macht, als wenn es nicht schon so einfach wäre. Und ich schalte ihn auch tatsächlich an. Das spart viel hin und her für ein Let's Play. Ah, er ist schon eingeschaltet. Weil ich jetzt halt wirklich nur noch mit einem kämpfen muss und alle bekommen Erfahrung. Das ist halt so. Wir machen mal Folgendes. Es ist ja, glaube ich, nicht weit bis zur nächsten Stadt. Da kommt Trainer. Ich würde es gerne ohne Trainerkämpfe mal ganz fix hier rüber schaffen. Sag mal, ist hier das Pokémon Flabébé ein Begriff? Oh, verstehe, du hast also schon einen Eintrag auf dem Pokédex. Von einem Trainer, den der Professor persönlich ausgewählt hat, hätte ich nichts anderes erwartet. Dieses Flabébé gehört, halte ich fest, dem Pokémon-Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Das bedeutet natürlich auch, dass alles, was über die Wechselwirkung zwischen den Typen zu wissen glaubten, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb haben wir auf Wunsch von Professor Platan Pokémon vom Typ Fee gegen Pokémon diverser anderer Typen antreten lassen. Ich heiße Sina, ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ich bin Dexio. Vor 2 Jahren hat mir Professor Platan ein Pokémon samt Pokédex anvertraut. Man könnte also sagen, ich bin in der gleichen Situation wie du, nur dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Ja. Alles klar, dann komm mit. Keine Müdigkeit vorschützen. Genau das wollte ich nämlich noch machen. Dass wir jetzt noch einmal in dem Labor vorbeischauen, das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss für die erste Folge. Na, wie verstehst du dich mit Dartiri? Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Bitte sehr, die TM Rückkehr. Die Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, das die Attacke anwendet. Trotzdem ist die Attacke scheiße. Jenseits dieses Tors liegt die Illumina City. Komm schon, warum wartest du? Auf geht's. Illumina City. Ist eine große Stadt zu erkunden, genauso wie wir eigentlich noch die ganze Route erkunden müssen.
Ich würde aber tatsächlich gerne einfach nur schnell zum Labor. Also ich warte dann vor dem Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Das machen wir als erstes und erst dann beenden wir die Aufnahme. Wir machen auch alles, was damit zu tun hat. So, also ich erkunde hier auch noch nicht die Stadt oder ähnliches. Labor, Aufnahme beenden und beim nächsten Mal haben wir viel zu tun. Dieses Gebäude hier ist Platans Pokémon-Labor. Dann lass uns mal hineingehen. Du hast einen weiten Weg von Eskizia, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Professor Platan erwartet dich schon im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. In welches Stockwerk möchtest du? Zweiter Stock. Endlich treffen wir uns. Fein, fein, dann komm doch bitte mal mit. Sich erstmal vorstellen oder so. Toll, dass du einen weiten Weg aus Eskizia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit dem Pokémon Spaß? Bist du schon vielen begegnet? Fein, fein. Dann will ich mir doch gleich mal dein Pokédex ansehen. So, so, im Zentralbereich der Chaosregion hast du 32 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus dieser Stadt auszuwählen und mit deinem Pokémon auszustatten. Im Falle von Eskizia hatte ich mich bereits für das Kind von befreundeten Trainerveteranen entschieden. Aber dann hörte ich, dass Rihon, Jockey, Primula und ihr Sohn nach Eskizia gezogen sind. Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für dieses Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin Sana. Da wären wir. Entschuldigt die Verspätung. Fein, fein. Dann wollen wir doch mal gleich mal einen Pokémon-Kampf austragen. Dir wird die besondere Ehre zuteil, gegen mich, Professor Platan, zu kämpfen. Okay. Machen wir das mal. Jo. Er ist nicht sonderlich stark, alles klar. Macht es uns natürlich einfach. Wenn es nicht so lang würde. Ein Bisasam. Dann wäre genau den richtigen Kandidaten vorne mit Dalef. Einmal Schnabel. Okay, zweimal Schnabel. Dann hat er wahrscheinlich jetzt noch Glumanda und Shigi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, jetzt kriegen natürlich die ganzen Low-Level erstmal ordentlich Erfahrungspunkte. Fünf Jahre später. Ein Shigi, da bleiben wir noch auf Dalef. Schnabel, ja, ist eine Stabattacke, warum nicht? Wenn wir aber drei von brauchen, denke ich mal. Oh! Shigi hat eine gute Verteidigung, würde ich sagen. Brustbieter sorgt dafür, dass unsere Verteidigung nicht gesenkt wird. Aber er steigert seine. Ich brauche auf jeden Fall noch was, was Effektivität gegen Wasser hat. So. Ein Aquaknarrer. Auch Shigi haben wir und Glumanda wird für Shiriki eine leichte Übung sein. Jo, jo. Jo. Fünf Jahre später. Ja, möchte ich. Das wird ein One-Hit-KO. Würde ich mal vermuten.
Jawohl. Sehr schön, Dalef ist nur noch drei Level davon entfernt, sich zu entwickeln. Ach, das war wohl nichts. Klasse Leistung aber. Diese schwarzen Streifen sind irritierend, wie Sau. Wir werden sie noch sehr oft sehen. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Ein Bild von dem, was Ryan kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Hier, du kannst dir zuerst eins aussuchen. Und tatsächlich dürfen wir jetzt auch noch einen Kanto-Starter wählen. Ich habe jetzt gerade nebendran schon drüber nachgedacht. Eigentlich müssten wir Bisasam nehmen, weil es das Einzige ist, das noch etwas abdeckt, was wir nicht haben. Wir haben einen Feuer-Flugtypen, wir haben einen Wassertypen, aber ich mag Shigi am liebsten, dann Glumanda, dann Bisasam. Das ist mein großes Problem. Shigi werde ich nicht nehmen, weil wir schon den anderen Wasserstarter haben, aber ich werde Glumanda tatsächlich über Bisasam stellen und mit der Zeit dann Dalef wahrscheinlich austauschen. Glumanda ist halt einfach Glumanda. Ne? Ah, du hast dir also Glumanda ausgesucht. Warum auch nicht? Fein, fein. Dein Team ist leider voll. Wähle ein Pokémon, das in eine PC-Box geschickt werden soll. Pummel, hau mal ab. Glumanda erhalten. Möchtest du ihm vielleicht einen Spitznamen geben? Ja, bitte nicht weiblich, bitte nicht weiblich, bitte nicht weiblich. Ha, puh. Für männliche habe ich noch ein paar Namen. Wir fangen erstmal mit Kaldin an. So. Kaldin soll also sein Spitzname sein? Jawohl. Da du dich für Glumanda entschieden hast, bekommst du jetzt diesen Megastein von mir. Erhält Glurak Nid Y. Wo denn die Items verschwindet? So, ihr zwei, ihr sucht euch jetzt auch jeder ein Pokémon aus. Aber nicht streiten. Puh, keine leichte Entscheidung. Nur keine Eile. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit ihr miteinander verbringt werdet, wird so etwas wohl überlegt sein. Wie denn auch sei, ich habe das Gefühl, dass gleich der Rest von euch eintrudelt. Und da sind sie auch schon. Hallo, Professor Platan. Na sowas, ihr seid ja schon alle hier. Habe ich es nicht gesagt? Fein, fein, damit wären wir dann alle anwesend. Jetzt hätte ich noch ein paar Ratschläge, die ich euch mit auf die Reise geben möchte. Ich möchte, dass ihr jede Menge Spaß auf eurer gemeinsamen Reise mit dem Pokémon habt. Versucht dabei stets, die besten Trainer zu sein, die ihr nur sein könnt. Die Mega-Entwicklung, eine neue Form der Entwicklung, stellt das größte Mysterium der Kalos-Region dar. Lüftet ihr Geheimnis. Ich hoffe, der Megastein, den ich euch überreicht habe, wird euch auf die richtige Fährte bringen. Durch die Mega-Entwicklung kann Pokémon im Kampf eine völlig neue Gestalt annehmen. Mega-Entwicklung schön und gut, aber was ist eigentlich mit dem Pokédex? Trovato, wenn du einen vollständigen Pokédex damit gleichsetzt, der bestmögliche Trainer zu sein, dann verfolge dieses Ziel mit aller Kraft. Ich finde die Sache mit der Mega-Entwicklung total interessant. Wenn du mehr über Mega-Entwicklung herausfinden möchtest, dann dürfte Vanitia die beste Anlaufstelle für dich sein. Die Stadt hat eine lange Geschichte, vielleicht findest du dort ja einen Anhaltspunkt. Noch etwas. Wenn die Region bereist, um euch euren Pokédex zu füllen, werdet ihr mit allerlei Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie ihr. Seid offen für andere Sichtweisen, dann werdet ihr schnell merken, worauf es im Leben ankommt. Eure Aufgeschlossenheit wird euch ganz neue Welten eröffnen. Ich finde, anders zu sein als andere macht mich meinen eigentlichen Wert als Mensch aus. Deshalb möchte ich auch so gerne lernen, die Mega-Entwicklung zu beherrschen. So, ich werde auf jeden Fall meinen Pokédex vervollständigen. Also ich möchte einfach viel erleben, woran ich mich später gerne zurückerinnere. Der beste Trainer zu sein, der man nur sein kann, was das Tanzen angeht, könnte ich es da ziemlich weit bringen, denke ich. Ich finde, anders zu sein als andere... Sagt er noch was Neues? Noch etwas, wenn ihr die... Kennen wir schon. So, wir sprechen noch mit ihr. Im Zentralbereich der Kalos-Region bist du bisher 35 Pokémon begegnet. Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Vielleicht hilft dir diese Thema dabei, mit noch mehr Pokémon-Freundschaft zu schließen. Trugschlag. Trugschlag ist eine Attacke, bei welcher der Anwender seine Kraft zügelt, sodass dem Ziel in jedem Fall ein KP erhalten bleibt. Das ist natürlich äußerst praktisch, wenn man vorhat, Pokémon zu fangen. So, und bevor wir jetzt hier weitergehen, würde ich sagen, wir speichern einmal das Spiel. Ja. Und würde denn damit sagen, das soll die erste Aufnahme von Pokémon Y gewesen sein. Mit fast 2 Stunden habe ich Minimum 6 Folgen.
je nachdem, wie lange ich die Folgen machen möchte. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet, dass es euch gefällt. Ich hoffe, dass Pokémon ein Spiel ist, mit dem ihr definitiv leben könnt. Ich denke mal, es werden 2 Folgen die Woche jetzt werden. Und ich freue mich drauf, weiterzumachen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Y. Ciao!